ein gewisser Walter, Näheres ist von ihm nicht bekannt, gab Weltersbach seinen Namen. Er muss so um 1300 gelebt haben, denn erstmals urkundlich erwähnt wird der Ort im Jahr 1329. In den Jahrhunderten bis heute hat sich einiges getan und daran erinnert das Waltarisfest, ein historisches Dorffest, das inzwischen jedes Jahr im Mai tausende Besucher aus der ganzen Region anzieht. Dann ist ganz schön was los in der kleinen Gemeinde. Ansonsten leben die Menschen in Weltersbach, einem Ortsteil von Steinwenden in der Pfalz, aber ein ruhiges, beschauliches, naturnahes Leben. Kurt Scheuermann aus Weltersbach passt auf, dass niemand im Weg steht. Denn gleich wird hier geschossen. Die selbstgebaute Kanone böllert auch alljährlich beim Waltarisfest. Ein Walter, der sich hier im 19. Jahrhundert mit seiner Sippe ansiedelte, gilt als Namensgeber von Weltersbach. Heute zieht es dank erschwinglicher Baupreise und guter Verkehrsanbindung viele junge Familien in die pfälzische Gemeinde. Weltersbach ist ein Ortsteil von Steinwenden mit rund 1300 Einwohnern. Manch ein Weltersbacher erfüllt sich hier seinen Traum. Er hat Lutz, besitzt 15 Schafe und 7 Ziegen. Zur Arbeit fährt er täglich ins Opelwerk nach Kaiserslautern. Das ländliche Leben ist sein Ausgleich. Erhard Lutz lebt mit seiner Familie seit 16 Jahren im Ort. Meine Frau hat mich hier ins schöne Weltersbach gezogen. Also sie war der Anlass, dass ich hierher gekommen bin. Und dann waren wir mal kurz weg, waren wir mal im Nachbarort auf dem Biohof. Und das hat uns auch wieder einen Anschluss gegeben, dass, um halt gesunde Nahrungsmittel zu erzeugen. Und dann haben wir hier diese Wiese bekommen und das war dann der Anlass, damit wir uns ein paar Ziegen und ein paar Schafe erhalten. Und zu Hause haben wir noch Hühner und wir wollten halt gesunde Lebensmittel haben. So stehen bei Familie Lutz täglich frischer Ziegenkäse und Ziegenmilch auf dem Tisch. Auch die anderen tierischen Produkte werden genutzt. Während Erhard Lutz an seinem Spinnrad Wolle für Socken und Pullover spinnt, filzt Ehefrau Bärbel Schafswolle zu einer Umhängetasche. Sie spinnen und filzen auch beim Waltarisfest. Einmal im Jahr wird dann das Mittelalter in Weltersbach lebendig. Sie stammen aus der Neuzeit. Exotisch anmutende Skulpturen, die einem in Weltersbach begegnen. Dieser Garten ist Ausstellungsfläche und Atelier in einem. Den Sandstein für seine Skulpturen kauft Werner Klink bei Firmen aus der Region. Seit 16 Jahren arbeitet er als freier Künstler, auch mit Metall, das er sich meist vom Schrottplatz besorgt. Früher war Werner Klink Landwirt. Jetzt pflegt er seine kranke Mutter zu Hause. Die Kraft dazu schöpft er aus seiner künstlerischen Arbeit. Es hilft einem ein bisschen weiterzukommen im Leben, denke ich. Man kriegt eine andere Einstellung. Ich will es mal so ausdrücken. Das zum Beispiel soll Stress ausdrücken, ja. Eine Stresssituation in meinen Menschen drin, ja. Die man möglichst schnell wieder loshaben will, ja. Werner Klink fertigt seine Skulpturen auch als Auftragsarbeiten. Für Haus, Hof und Garten. In einem anderen Garten trocknen Rindenstücke. Aus ihnen macht Angelika Hahn Kunst. Die getrockneten Rindenstücke bestreicht sie mit Spachtelmasse und klebt sie auf Malpapier. Das Holz steht optisch hervor und wird dadurch Bestandteil und Mittelpunkt ihrer Bilder. Die Idee für diese Technik kam ihr vor ein paar Jahren beim Anblick eines künstlerisch gestalteten Wurzelholzes in einer Galerie. Angelika Hahn ist Hausfrau und Mutter und seit jeher fasziniert von Pinsel und Farbe. Das hat eigentlich schon in der Kindheit angefangen. Da habe ich schon immer gern gemalt, bin meiner Welt versunken, habe auch nie das gemalt, was der Lehrer wollte, bin immer abgedriftet, habe meiner Fantasie freien Lauf gelassen und dann später
Als dann die Kinder wieder größer waren, bin ich mit dem Fahrrad und mit viel spazieren gegangen und viel, im Sommer viel Fahrrad gefahren und immer im Wald. Da habe ich immer magisch angezogen und die Rinde gesammelt und habe mich dann hingesetzt und habe gedacht, das könnte ich doch wieder verwenden. Und da verliere ich mich drin. Auch wenn ich durch die Landschaft fahre, da träume ich und dann sehe ich irgendwelche Bilder vor mir und dann setze ich das um. Eine Weltersbacher Attraktion sind Hansi und Betty. Bei ihren Pflegeeltern Horst und Ursula Krajewski sind sie gut versorgt. Vor 6 Jahren kamen die Störche erstmals in den Garten des Rentner-Ehepaares. Das war ein Spaß von meinem Mann. Der hat dann ein Nest gebaut. Und irgendwann hatten wir einen künstlichen Störch in das Nest gesetzt. Und nach etlicher Zeit riefen uns Nachbarn an und sagten uns, dass Störche in der Gegend sind und wir sollen den künstlichen aus dem Nest holen. Vielleicht haben wir Glück und siedeln sich der an. Und so war es auch. Na, irgend paar Tage oder so machten sich die Störche hier sesshaft. Und sie bekamen Nachwuchs, Jahr für Jahr. Inzwischen fühlen sich Hansi und Betty in Weltersbach so heimisch, dass sie hier sogar überwintern. Die Wintersportart Biathlon gibt es in Weltersbach mangels Schnee als Sommerbiathlon. Kondition beim Laufen ist genauso wichtig wie Konzentration am Schießstand. 18 Aktive hat die Sommerbiathlon-Sparte des Schützenvereins. Inspiriert vom Winterbiathlon im Fernsehen hatte Trainer Erich Schmidt Ende der 80er Jahre die Idee dazu. Ich hatte gar nicht gedacht, dass das überhaupt so angenommen wird hier im Ort. Und mittlerweile haben wir schon 2, die Deutscher Meister gemacht haben. Und dass mich das mit Stolz erfüllt ist, und ist mir klar. Ich komme eigentlich vom Laufen, 10.000 Meter. Da dachte ich eben, ja, was Neues ausprobieren. Und beim Sommerbiathlon kommt es aufs Schießen an. Pro Fehler muss man in der Strafrunde rennen und man muss schnell laufen und eben auch gut treffen. Das ist die Kombination, die finde ich sehr interessant. Und deswegen, ja, machen wir das hier alle. Und es zeigt sich auch, dass man gute Erfolge haben kann, wenn man übt. Am historischen Backofen schießt die Dorfjugend Flammkuchen ein. Die Probe für das Waltarisfest. Nach eigenem Rezept werden Weltersbacher Flammkuchen zubereitet und dann im dorfeigenen Backes gebacken. Vor 5 Jahren hatte Klaus Scheuermann die Idee für den Bau. Weil ich mich früher schon mit Backöfen beschäftigt habe, haben wir dann überlegt, Backöfen zu bauen. So wie ich das von meiner Oma kenne aus dem Westerwald. Die hat immer im Dorfbackes Brot gebacken. Und dann haben wir das Ganze in 2 Monate umgesetzt, haben alte Baustoffe gesammelt, alte Treppensteine und alte Ziegel. Und dann haben wir bei der Jubiläumsfeier in 2 Tagen 1400 Flammkuchen gebacken. Und die Schlange, die da gewartet hat, war unheimlich lang. Das war dann schon Stress. Und dennoch freut sich Klaus Scheuermann auf das nächste Waltarisfest in Weltersbach.